Wir ordnen das Ganze ein mit Clemens Wergin, unserem Außenpolitik-Korrespondenten. Clemens, ich grüße dich ganz herzlich. Guten Morgen. Guten Morgen, schön, dass ich hier sein kann. Clemens, warum ist es für die Demokraten und offenbar auch einige Republikaner so wichtig, doch noch ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, was ja eigentlich überhaupt nicht mehr bis zum 20. Januar zu Ende zu bringen ist? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist ein symbolischer. Nach dem, was da passiert ist, nach diesem gravierenden Verstoß gegen jegliche demokratische Regeln und gegen die Verfassung, ist es notwendig, erscheint es vielen notwendig, als eine Art Akt der politischen Hygiene, quasi, dass öffentlich nochmal deutlich wird, dass ein Präsident so nicht handeln darf. Das ist also vor allem ein symbolischer Grund. Der zweite Grund ist, dass man mit der Androhung des Impeachment-Verfahrens versucht, Vizepräsident Mike Pence und das Kabinett dazu zu bewegen, Trump vor Ende seiner Amtszeit für amtsunfähig zu erklären und nach dem Verfassungszusatz 25 aus dem Amt zu entfernen. Und ich glaube, der dritte Grund ist, dass wenn dieser Prozess tatsächlich durchgeführt wird, der wahrscheinlich beendet erst nach dem Ende von Trumps Amtszeit, würde das zumindest den Effekt haben, dass Trump nicht nochmal antreten darf für ein öffentliches Amt und deswegen dieses Gespenst, dass er 2024 nochmal antreten könnte, vom Tisch wäre. Clemens, du hast den Zusatzartikel 25 gerade schon angesprochen und die Rolle, die Mike Pence dabei spielen könnte, müsste. Will er denn? Was weiß man darüber? Mike Pence möchte das nicht machen und es ist auch fraglich, ob bei einem Kabinett, das eigentlich nur noch aus Ja-Sagern besteht, ob es da überhaupt eine Mehrheit für die Absetzung gäbe innerhalb des Kabinetts. Also es ist unwahrscheinlich. Was wahrscheinlicher ist, dass es hinter den Kulissen möglicherweise eine Einigung gegeben hat zwischen Stützen im Kabinett, dass man so eine Art Artikel 25 soft macht. Das bedeutet, dass man sich stillschweigend darauf einigt, mögliche problematische oder verfassungswidrige Befehle, die Trump vielleicht noch geben würde, nicht mehr zu befolgen. Das ist ja etwas, was auch in ganz vielen Kommentaren, wenn man so quer durch die Presselandschaft auch liest, immer wieder auftaucht. Der Mann hat noch immer den Atomkoffer. Welche Gefahr geht dadurch von ihm noch aus oder geht da keine Gefahr von aus? Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Ich erinnere daran, dass diese Frage schon mal aufkam in der Trump-Regierung. 2017 gab es dazu eine Anhörung im Kongress und der zuständige Kommandeur der Nuklearstreitkräfte hat ganz deutlich und ganz klar gesagt, dass er oder auch sein Nachfolger angehalten sind, rechtswidrige Befehle, auch Befehle, die gegen Völkerrecht verstoßen würden, zu verweigern. Das heißt, so einfach ist es für den Präsidenten nicht, einfach nur ein Knöpfchen zu drücken und eine Atombombe loszuschicken. Das klingt schon mal sehr beruhigend. Clemens, nicht ganz so beruhigend ist all das, was man mitbekommt in den sozialen Medien, was seine Trumps Anhänger eben offenbar planen, zum einen am kommenden Wochenende und dann aber auch noch mal zur Amtseinführung. Wie groß ist die Gefahr einer echten weiteren Eskalation? Ich glaube, die Gefahr ist weiter sehr hoch und man merkt auch an der Positionsänderung der Bürgermeisterin von Washington, die jetzt massive Hilfe der Bundesbehörden anfordert, was sie für den 6. Januar nicht getan hatte. Man merkt, dass es da auch quasi eine Veränderung in der Sicht auf diese Gefahr gibt und dass man das jetzt sehr viel ernster nimmt. Also ich gehe davon aus, dass Washington für die Amtseinführung zu einer Art Festung werden wird. Aber Clemens, um vielleicht nochmal auch zurückzuschauen, wie es überhaupt dazu kommen konnte und auch zu schauen ein bisschen nach vorne, was da noch drohen würde. Die USA verfügen über, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, es sind 16 Geheimdienste, davon etliche, die eben auch im Inland arbeiten. Das hatte keiner auf dem Schirm, was sich da zusammenbraut? Das ist ehrlich gesagt ein großes Versagen aller Sicherheitsdienste, eingeschlossen natürlich an erster Stelle der Capitol Police, aber auch der Bundesbehörden, vor allen Dingen des FBI, die hätten viel deutlicher vorher warnen müssen vor dem, was da kommen würde. Man konnte das wissen, wenn jeder einigermaßen informierte Mensch, der einfach nur Zeitungen liest oder TV-Sender schaut in den USA, musste eigentlich wissen, was sich da zusammenbraute. Es ist aber auch eine Mitschuld der Bürgermeisterin, der demokratischen Bürgermeisterin von Washington, die explizit vor dem 6. Januar sich verbeten hatte, dass Sicherheitskräfte des Bundes, also sowohl das FBI,
FBIs als auch des Pentagon bewaffnet aushelfen. Das heißt, es war auf allen Seiten eine komplette Fehleinschätzung und Versagen der Sicherheitskräfte. Clemens Wergin, besten Dank für die Ausführung. Ich danke Ihnen.